Gut, dass wir sie dabei haben. Ich frage mich gerade, ob das der Ravik auch hinbekommen hätte. Also hier ist nichts, aber da war eine Truhe gewesen. Keine Sorge, Leute, die Truhe habe ich gesehen. So. Wieder ein Plan. Abtrünnigen Stab. Also Stufe 1, aber egal, nehmen wir mit. Aber geheilen will er mich nicht so richtig, ne? Leider. Wartet mal. Hier ist wieder was. Die Getränke von Tedas. Boah, Leute, guck mal, 29 Flaschen gibt's da. Hm. Aber die haben ja gar keinen Nutzen, ne? Das ist einfach wieder nur Sammelgegenstände. Man kann es vielleicht auch ein bisschen mit dem Sammeln übertreiben. Ich weiß es nicht, aber gut. So, ich nehme aber trotzdem mal Regeneration. Ich nehme Heiltrank. So, hätten wir. So gut, Karte. Dip, dip, dip. Machen jetzt erstmal zu dem Lager hier. Die Richtung. Frage ist natürlich, wie wir da hinkommen. Hier rüber? Das sieht eigentlich ganz... Warte mal, das ist die Richtung. Könnte hinhauen, ich hoffe es einfach mal. Nicht so schlimm, oder? Ja, ganz haut's nicht hin. Wir müssen jetzt irgendwie nach links kommen, Leute. Oststraße. Banditen! Ja. Okay, scheiße, bin schon wieder so weit vorgelaufen. Na, die Reichweite ist nicht so sonderlich toll. Stufe 6 sind die. Okay, ich muss mich mal heilen. Ja, ich bin halt dran. Zufolge könnten die Altelfen hier in der Nähe Schutzzauber aufgestellt haben. Wenn wir die Artefakte finden, die sie benutzt haben, könnte uns das helfen, dieses Gebiet gegen Risse zu sichern. Okay. Da kommt den Schafter ja schon. Leicht. Zu leicht, verdammt. Ja, ein bisschen anspruchsvoller können sein, aber ich meine, guck mal, ich spiele echt nicht gut gerade. Und die fallen alle einfach so. Aber wie gesagt, wir werden dann einfach ein nächstes Gebiet dann gleich machen. Dann passt das schon. So, aber hier haben wir noch eine Quest. Muss ich irgendwie mal teilen? Ich sehe es gerade nicht. Einzelne. Ja, hier gebe ich mal einen Regenerationsdrang. Cassandra? Ja, das ist fast schon down. So. Achtung, die explodieren doch wieder, die Dinger, oder? Also, das gehört zu ihr. Hey, du. Friede. Ich stelle keine Gefahr für euch dar. Mein Name ist Miris. Euren Waffen nachzuurteilen, seid ihr für den Kampf gerüstet. Womöglich haben wir in diesem Dämonen einen gemeinsamen Feind. Kämpft ihr etwa allein gegen die Dämonen? Es ist sinnlos, die Dämonen zu bekämpfen. Es kommen immer noch mehr von ihnen und ich habe keine Möglichkeit, die Risse zu schließen. Ich habe aber von elfischen Artefakten gehört, die den Schleier erfassen. Sie könnten uns verraten, wo neue Risse entstehen werden. Ich hatte jedoch nicht mit so vielen Dämonen gerechnet. Ich glaube, eines der Artefakte ist ganz in der Nähe. Könnt ihr mir helfen, zu ihm zu kommen? Es kann vermutlich nicht schaden, dem nachzugehen. Habt Dank. Es sollte eigentlich nicht mehr weit sein. Okay. Danke, dass ihr mich begleitet. Ich glaube nicht, dass ich es allein geschafft hätte. Wahrscheinlich in die Höhle rein, hm? Wo sind die jetzt hin? Hier. Gehen wir weiter. Natürlich. Aufladen. Wir werden konzentrierte magische Energie brauchen, um daran vorbeizukommen. Ihr da, Flachohr. Hier, das sind schon wieder Gegner. Cassandra. Aber die Reichweite, die kann ruhig ein bisschen höher sein.
aufmerksam auf mich hier. Das, wie ich nichts mache. Ich komme hier nicht durch. Ich komme nicht mal mehr dazu zuzuschlagen. Oh, bitte lass das mal einen großen Dungeon sein, ey, das wäre super. Im Stab des Feuers. 100 Gold, nett. Sieht schon wieder ziemlich klein aus, der Dungeon, aber egal. Geh mal noch den hier gleich, wenn du schon die Akku hast. Einfach die Akku behalten, das ist super. Ja, die geht echt nicht viel Schaden an, die Gute. Eines der elfischen Artefakte ist ganz in der Nähe. Nee. Wenn wir diesen Kristall aktivieren, sollte er auf die Stärke des Schleiers reagieren. Okay. Dann gucken wir mal, ob ich hier irgendwas plündern kann. Gold. Ja, können wir immer noch anhängen. Hier irgendwas kann ich aber nichts machen. Ich auch nur ganz schnell, wenn oben eine Truhe ist oder so. Hier ist nix. Hier ist noch was. Silberring. Wie ein Wertgegenstand wahrscheinlich. So gut. So gut, so gut. Dann lass mal das hier aktivieren. Hier ist noch was zum Plündern. Ja, die Schutzzauber stärken den Schleier. Dieses Gebiet sollte für Reisende jetzt sicherer sein. Okay. Nun, das sollte sich als nützlich erweisen. Und wie es scheint, haben die Ahnen auch etwas für mich hinterlassen. Interessant. Ich denke, damit ist unser Bündnis beendet. Geht in Frieden, Fremder. Nee. Mahalani Maglandivan, Vir Enasalin. Ich... Ihr habt vielleicht recht. Hier, nehmt es. Möge Mythals Segen euch begleiten. Haben wir es sehr geschickt gelöst und haben jetzt dann noch das Amulett bekommen. Cool. Das müsste ja eigentlich für einen Solas dann gut sein. Gucken wir mal, Amulette macht. Ja. So, was macht das? Selten Amulett, cool. Entschuldigung. Dieses Amulett gewährt demjenigen, der es anlegt, einen Fähigkeitenpunkt anschließend zu springen. Das, oh, wie cool ist das bitte? Das ist nur für Solas. Na dann. So, jetzt haben wir einen Fähigkeitenpunkt bekommen. Wow, das ist nice. Sowas gefällt mir, Leute. Ich hab gleich mal... Okay, das ist immer mal Magie ab, ja. Also. Charakterbogen. Sehr, sehr cool. Ich glaube, ich mache noch Lebensschutz, oder? Deine Verbündeten werden nun kurzzeitig von Geistern beschützt, die den erlittenen Schaden verringern und sie wiederbeleben, falls sie bewusstlos werden. Das ging eigentlich ganz gut. Das nehmen wir mal noch mit. Cool. Also das finde ich cool, dass es da einfach mal einen Gegenstand gibt jetzt hier. Ich hätte ihn mir ja beinahe entgehen lassen, ne? Aber ich wollte nicht gegen sie kämpfen, das hätte ich doof gefunden. Ist ja ganz nett. Aber der Solas hat es ja sehr gut gelöst. Mit seinen magischen Worten. Flache Ohr. So gut, dann machen wir wieder raus hier. Wir wollten zu dem Lager hier. Wo ist denn das jetzt? Da oben. Okay. Versuchen wir jetzt erstmal irgendwie hier hinzukommen. Aber es sieht schon ein bisschen leerer aus, wenn man sich das so anguckt. Ne? Das war da vorne gewesen. Hier ist halt noch ein bisschen was. Mal gucken. So krass, ne? Wie es halt echt nicht schaffe, nach Redcliffe zu kommen, obwohl ich es mir vorgenommen habe. Weil immer wieder irgendwas dazwischen ist. So, ich wechsle mal auf Cassandra. Bleibt die eigentlich auch aktiv, diese Haltung, wenn ich...
kann ich immer wieder neu aktiv machen. Okay, na, wir gucken einfach mal jetzt. So, es ist aktiv jetzt, ja. So, schnapp dir mal noch anderen hier die Akro. Hier sind ja noch welche. Der ist ja schon gleich down hier. Ah, die gehen alle auf mich. Wunderbar. So stelle ich mir das vor. Problem, ich bleibe immer stehen. Ich muss ja mal einstellen, dass ich Cassandra irgendwie helfe oder so. Alter, was machst du denn? Gibt's ja gar nicht. Scheiße. Ich verkack total. Ah, ich hab da RB. Okay, ich habe, glaube ich, nicht getroffen. Hm? Die Fähigkeit muss ich dann gleich mal ordentlich nutzen hier. Aber wenigstens nachmachen. Nee, dann gleich. Das Lager checken wir nochmal ganz schnell. Muss ich mal schauen, wie ich es mache. Weil, aber mit Cassandra am Anfang zu steuern macht eigentlich am meisten Sinn. Brief. Anonymer Brief bei einer Banditenleiche. Aber man kann es auch mit den Briefen übertreiben, oder? Aber gut, damals gab es ja noch kein E-Mail. Ne? Wir können bei dieser Operation keine Helden gebrauchen. Wir werden bezahlt, um dafür zu sorgen, dass nichts nach außen dringt und sich die Händler von der Oststraße fernhalten. Wenn es sinnvoll ist, könnt ihr einige Zellen entkommen lassen. Nee, nochmal. Wenn ihr... Wenn es sinnvoll ist, könnt ihr einige Ziele entkommen lassen, so rum, damit sie rumerzählen, wie gefährlich die Gegend ist. Wenn nicht, tötet ihr sie, unabhängig davon, auf welcher Seite sie stehen. Okay. Das ist eine sehr einseitige Prämisse. Und dann? Und es ist cool. Also. Da drüben geht's dann wieder zur Weltkarte. In der freien Maschen. Nur 11 Zwerge oder Mensch. Also alles außer Konari. So. Erledige die Banditen auf der Straße. Okay, wir müssen also noch ein paar. Okay, wir laufen über die Straße weiter lang, würde ich vorschlagen. Wechsel mal hier auf Cassandra. Wo läuft denn die Straße? Okay, hier muss ich lang. Na, 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 na. So. Rebellenkönig, Stufe 6. Da hinten ist auch mindestens Stufe 8 Typ, so wie es aussieht. Okay, dann drauf hier. Okay, das ist auch eine Stufe 6. So, jetzt auf mich wechseln. Okay. Das ist jetzt meine Superfähigkeit. Weiß nicht, ob die jetzt so viel gebracht hat. Nehmen wir einen Heiltrank, bitte. Du bitte auch. Regenerationstrank ist auch okay. Einer ist ja schon tot. Regenerationstrank. Da drauf. So. Einer noch. Na, das ging doch. Ah, sehr, sehr cool, Leute. Der Ring ist ja wie gemacht für mich, Leute. Ringwirbel. 30% mehr Damage. Wirklich wäre Abenteuerrüstung. So, gucken wir nochmal. Die wird gleich ausgerüstet, oder der wird gleich ausgerüstet, der Ring. Ring, nein. Mächtigen Schlags. Muss ich da mal gucken, ob ich den benutze, das weiß ich nicht. Wo ist denn der jetzt? Hier. Och, das ist doch nicht euer Ernst. Ah, okay, Klingenwirbel ist doch was anderes. Ich dachte, das wäre der... Ah, nee, Wirbelwind heißt das ja. Sorry, das kann man mal schnell verwechseln. Schade, ich dachte, das wäre Wirbelwind. Oh, das hat mich schon gefreut. Das ärgert mich jetzt. So, was schnell kann man. Gucken, ob wir noch irgendwas finden. Unser Lager haben wir halt hier noch. Spindelkraut. Ja, komm. Das Eisen noch mitnehmen. So. Lager auf Schleim. Meine Fresse hat es lang gedauert. Heiltränke haben wir jetzt wieder, ne? Ja. Ach, bloß.
plus 1. So, Kreskarte. Okay, Leute, hier haben wir echt alles gelöst jetzt. Cool. Hier ist halt noch ein bisschen was. Aber ich glaube, hier war da irgendwo auch Stufe 12, so ein Stufe 12 Riss gewesen. Ich glaube, der hier war das, ne? Den würde ich ja dann eigentlich gerne mal testen. Na, wir gehen jetzt erstmal hier in die Richtung. Aber hier, das sieht schon recht leer aus, ne? Haben einiges schon gemacht. Auf nach Redcliffe jetzt endlich. Ja, hier lang. Königliche Elfenwurzel. Okay, cool. Ich muss sagen, der Skill hier haut mich jetzt noch nicht so vom Hocker, aber mal gucken. Wieder so ein Schweinchenhase. Hasenschweinchen. Er erhebt sich in die Luft. Wow! Wow, Leute, der erste Drache, den ich jetzt hier sehe. Wow, wow, du kommst jetzt aber nicht. Scheiße. 12. Boah. Unser erster Drache, Leute. Wir sind bestimmt chancenlos gegen den, oder? Wollen wir es probieren? Alter. Nee, guck mal hier, was wir an Schaden nehmen, Leute. Der Kampf hat noch nicht mal angefangen. Das wird doch irgendwie eine, der ist zwar Stufe 12, aber das wird irgendwie ein epischer Gegner sein. Das heißt, er ist nochmal härter wahrscheinlich. Fuck! Okay, weg hier, Leute. Weg hier. Das können wir vergessen. Das können wir vergessen, Leute. So, mein Rückzug. Alter Schwede. Müssen wir uns aber auf jeden Fall merken, dass hier so ein cooler Drache ist. Aber wir haben mal einen Drache gesehen, das freut mich gerade übelst. Huch. Wir waren wieder da. Karo-Stoff, großartig. Achievement. Mhm. So gut, Karte. Wie muss ich denn da jetzt laufen? Polarum. Und so irgendwie da hinkommen. Ich muss wahrscheinlich jetzt hier wieder zurück, schätze ich mal. Kann ich ja Schnellreise? Kann ich ja nicht machen, ne? Nein. Okay, Leute, wir laufen einfach hier zurück und dann hier nach Norden. Los geht's. So, muss ich aber erstmal jetzt hier lang laufen, weil sonst kommen wir ja wieder. Sonst kommen wir ja wieder zu dem Drachen. Und das kann jetzt erstmal nicht unser Ziel sein. Aber wir kommen ja schnell wieder hin. Also ich würde mal sagen, so mit Stufe 12 ungefähr. Schauen wir einfach nochmal hier vorbei. Ich glaube aber selbst dann sind wir vielleicht noch zu schwach, aber ich würde es da mal probieren wollen. Ich glaube, wenn der hier meine halbe Gruppe mit einem Feuerball weghaut, kann man da verziehen, dass ich das jetzt erstmal nicht weiter probieren will. Das ist mir immer noch zu niedrig. Müssen wir später wieder hierher. Aber ist cool, endlich mal ein richtig großer Gegner. Worauf man sich freuen kann, wenn man den besiegt. Weil bin ich auch mal gespannt, was man dann so an Loot bekommt, wenn man so einen Drachen schaffen sollte. Und da war ja, glaube ich, noch war ja noch so ein Babydrache dabei gewesen, ne? Das war ja... Sah zumindest so aus. Hm. Und alles mit. Hier müssen wir lang. Endlich kommen wir nach Redcliffe. Lange genug gedauert. Du warst nach Redcliffe, ja, wunderbar. Dum, 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 dum. Ich glaube, es fehlt auch nicht mehr viel, bis wir Einfluss auf Stufe 3 haben jetzt hier. In dem Gebiet. So, hier müssen wir hoch. Gucken wir mal Karte, wo wir jetzt ungefähr sind. Hier sind wir. Okay, und jetzt einfach nach Norden dann. Bin ich ja mal gespannt. Ich werde es aber nicht reiten, weil ich ja immer noch mal was auflesen will und so. Hier waren wir schon drin.
Ach, guck mal Anna an. Alle Items, die man aufheben kann, leuchten dann auch. Das wusste ich gar nicht. Gut zu wissen. Das ist wirklich gut zu wissen. Cool. Das macht es mir ein bisschen leichter. Und ich sehe gerade, wir können kaum noch was aufheben. Wir sind übelst voll. Also wir müssen dann unbedingt doch mal Items verkaufen. Das machen wir dann in Redcliffe. Aber ich habe jetzt eigentlich auch keinen Bock, die ganze Zeit so rumzurennen. Das ist auch ein bisschen blöd, oder? So, vorne haben wir noch einen Riss. Das Dorf Redcliffe sollte direkt dort vorne sein. Ich will, dass dieses verdammte Ding ständig überwacht wird. Beim ersten Anzeichen von Dämonen schlagt ihr Alarm. So, schließe. Der Schleier ist aufgerissen und nur der Erbauer weiß, was hindurchkommen könnte. Ja. So. Und drauf jetzt hier. So, jetzt sind wir dran. Das Vieh ist ja schon fast down. Na kommt. Dun, 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 dun. Gut. Ah, die stehen alle immer so weit auseinander. Da kann ich meine. Ne, ich hab jetzt einfach drauf hier. So. Aber irgendwie habe ich nicht gefühlt, dass das viel bringt. Kein Plan. Die Superattacke. Einfach drauf hier. Okay, Achtung. Suzuki macht es dann. So. Also drauf. Alter, 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 Alter. So, ist hier irgendwo noch einer? Nee, dann schließen. Eines frage ich mich schon die ganze Zeit, Solus. Woher wusstet ihr, wo wir sein würden? Die Bresche hatte sich geöffnet. Wir waren. Gütiger Erbauer, es ist vorbei, oder? Öffnet die Tore!